Willkommen zu meiner Leseliste für den Monat Oktober. Ja, ich habe mir mal ein paar Bücher rausgesucht, die auch ein bisschen herbsttauglich sind, weil ich gerade selber Lust habe, mal wieder irgendwie was Spannendes zu lesen. Und ich habe halt noch so einige Bücher auf meinen Sub und generell, die ich gerne lesen wollen würde. Zum einen habe ich mir rausgesucht dieses schöne Buch hier, Alles, Nichts und ganz viel dazwischen von Ara Reed. Das ist jetzt gerade erst neu bei mir eingezogen, das wollte ich aber gerne vor der Buchmesse noch lesen. Ja, also das ist jetzt weniger gruselig, da geht es eigentlich um ein Mädchen, das psychische Probleme hat. Und ja, das ist halt auch als Buch sehr schön aufgemacht, weil es halt so Tagebucheinträge, so handschriftlich gemachte, da drin hat. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Dann habe ich noch ein Buch, ich auch sehr, sehr gespannt drauf bin. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich keine Ahnung. Und zwar den zweiten Band von den Diviners von Libba Bray. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Ausgabe, die noch im Deutschen erschienen ist. Und keine Ahnung, ob es da noch weitere geben wird. Aber im Englischen ist die Reihe noch nicht abgeschlossen. Der erste Band war, habe ich als Hörbuch gehört, war teilweise echt irgendwie so ein bisschen gruselig angehaucht mit Geistern und keine Ahnung was. Und ich fand, es passt auch sehr gut in den Oktober und ich möchte auch sehr gerne wissen, wie es weitergeht. Und deshalb steht es auf meiner Liste. Ein weiterer Band, der dazu passt, ist Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Keine Ahnung, ob man den Namen so ausspricht. Ja, hier geht es tatsächlich unter anderem um Jack the Ripper. Ich glaube, unsere Hauptperson hilft einen Arzt, glaube ich. Genau, und hilft auch bei Ermittlungen zu Mordfällen. Irgendwie sowas. Und ja, ich schätze mal, da geht es dann halt um Jack the Ripper. Spielt auch zu der Zeit. Ist also mehr so ein historisch Young Adult Fantasy Mischmasch. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass es halt auch ein bisschen gruseliger wird. Oder zumindest ein bisschen in die Richtung geht. Ist auf Englisch. Gibt es, soweit ich weiß, auch noch nicht auf Deutsch. Habe ich zumindest nicht gesehen. Ist aber jetzt nicht so dick. Also man denkt mal, das kann man schnell lesen. Dann habe ich noch ein Königskinder Verlagsbuch. Und zwar der 13. Stuhl von Dane Shelton. Das ist tatsächlich jetzt wirklich mal irgendwie so in Richtung Horror. Das ist eine Reihe von Kurzgeschichten, soweit ich das verstanden habe. Und ja. Die sind halt irgendwie miteinander verbunden. Und es sieht schon gruselig aus. Es ist halt nicht sehr dick. Ja, ich denke mal, das passt sehr gut so in Halloween rein. Dann habe ich noch ein Buch, was sehr gut dazu passen würde. Und zwar Säkulum von Ursula Poznanski. Ja, das ist ja so ein Jugendthriller. Ich habe von ihr schon einen gelesen, glaube ich. Leas damals, ja. Fand ich nicht schlecht, deswegen würde ich den auf jeden Fall gerne lesen, weil da geht es auch um, soweit ich weiß, LARP, also Live-Action-Roleplaying. Ja, und natürlich wahrscheinlich um einen Mord. Auch hier habe ich das echt schon länger auf meinen Sub. Ist ja lustig. Und das möchte ich gerne lesen. Und dann habe ich noch ein Buch von meiner Challenge, und zwar Straßensymphonie von Alexandra Fuchs aus dem Drachmund Verlag. Das schleppe ich jetzt, glaube ich, auch schon seit Anfang des Jahres mit mir rum. Ich habe nicht mehr viel auf von meinen 19 Büchern, die ich lesen muss. Das ist aber auf jeden Fall noch der Fall. Ja, ich muss es einfach mal zur Hand nehmen, denke ich, und dann lässt sich das auch schnell lesen. Es ist wahrscheinlich auch gut, aber irgendwie ja, bin ich da noch nicht so gekommen. Also ich denke mal, es geht so ein bisschen Urban Fantasy mäßig. Also um Mädel, das macht Musik. Ja, und da geht es auch noch irgendwie um eine Katze. Oh, die Katze ist ein Gestaltwandler. Also steht hier hinten auf Klappentext drauf. Also so ein bisschen Fantasy-mäßig. Ja.
Ich hinkel meinen Drachenmundbüchern echt ein bisschen hinterher, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich dieses Jahr echt nicht so viel gelesen. Aber ich habe mir dann auch keine mehr gekauft. Viel muss man auch ehrlicherweise sagen. So, noch irgendwas vergessen. Ja, ich hätte noch ungefähr 5 Trillionen andere Bücher. Ich muss mal gucken, ich habe auch noch kein Hörbuch dabei. Das entscheide ich dann spontan, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch einen, ach so, das könnte ich ja mit auf die Liste legen. Und zwar habe ich noch von Mara Wulf Angelus. Das habe ich jetzt natürlich auch schon angefangen. Das ist halt so ein Jugendbuch, da geht es halt um Engel. Soweit ich weiß, das ist auch eine Trilogie. Und ja, den ersten Band habe ich halt als Hörbuch, den werde ich wahrscheinlich jetzt auch diesen Monat dann hören, weil ja, ich habe es ja schon mal. Und dann sehe ich weiter, was jetzt nächstes Jahr. Genau. Ja, das waren die Bücher für den Monat Oktober. Ich muss auch mal schauen, also die Buchmesse ist ja zwischendurch, da würde ich ja sehr gerne hingehen. Und vielleicht finde ich da ja auch noch irgendwas Schönes, was ich lesen könnte. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, wie ihr die fandet und auch gerne, was ihr sonst so liest und ob ihr auch was Gruseliges passend zum Oktober liest. Weiß nicht. Und dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.